Hallo Leute, und mit diesem nachdenklichen Blick auf der Toilette starten wir in eine weitere Runde. Die Sims weh, die Schwette weht, verstehen. Oh Mann, was hast du für einen Arsch bekommen, Alter? Guck dich mal an, aber deine Dieten sind auch gewachsen. Schöne Titis. Schöne Titis. Das kommt aufs Thumbnail. Dann habe ich endlich einmal in meinem Leben ein Titten-Thumbnail. Findest du doch auch gut, oder? Ja, okay. Wir sollten jetzt echt starten. So. Ich hoffe, dir geht es gut. Oh Gott, wie dreckig ist das? Putzen mit Elan. Du putzt jetzt mit Elan. Das muss geputzt werden, und zwar mit Elan. Ohne Elan bringt es nichts. Ja, egal, ob es dir peinlich ist. Das wird gesäubert. Und das wird gesäubert. Wie sieht es denn hier aus? Unwohl. Und freundliche Umgebung. Ja, es ist alles dreckig. Das siehst du richtig. Beschämt. Ja, komm, sie hat ja total erwischt. Ist jetzt so schlimm. Ich möchte irgendwie möchte ich für sie so eine Staffelei kaufen oder so. Da hätte ich jetzt nämlich jetzt voll Bock drauf, Mann. Wo gibt's denn das? Staffelei, Staffelei, Staffelei. Ah, Staffelei. Irgendwie, dass sie so ein paar Bilder malt, die wir uns an die Wand klatschen können. Kommt 350, das können wir uns noch gerade so leisten. Das kriegen wir hin, das kostet nicht die Welt. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Die kann noch ein paar Büsche. Nein, schaut sie einfach so pervers an. Ich will so. Sie könnte auch mal ihre Kamera ausprobieren. Ich habe ja Lucia eine Kamera geschickt. Hör, immer noch gruselig. Kann sie davon. Nee, nicht Outfit. Ich möchte das da. In Inventar platzieren. Ich soll mal die Kamera aufnehmen. Kann sie damit irgendwas machen? Ja, Gump. Forrest Gump. Foto machen mit Ronja. Komm, du machst jetzt mit Ronja ein Foto. Mach schon. Mach schon. Wieso nicht? Foto machen mit Ronja. Ronja. Kannst du nicht mit der kleinen Schwester irgendwie ein Foto machen? Foto machen mit. Foto machen von. Ja, komm, von geht. Wo ist denn. Hast du irgendwie deine kleine Schwester irgendwo? Kennst du deine kleine Schwester überhaupt? Ja, scheinbar schon. Foto machen. Dann einfach nur ein Foto. Ah, jetzt bin ich auch dran. Okay. Okay, wir brauchen irgendein gutes Motiv. Aha. 5 Fotos übrig. Ich kann mich nur bewegen, wo sie sich hinstellt. Schade, schade, schade. Kann ich irgendwie näher ran oder raus oder sonst was? Ach hier, okay. Ich kann es so feststellen. So kann ich höher. Ich möchte aber näher. Was ist das kleines Foto? Was ist hier? Filter. Ich kann andere Filter. Oh, das ist gut. Das ist gut. Blitz ausschalten, Ausrichtung ändern. Okay. Irgendwie ist das gerade echt bescheuert. Es ist echt bescheuert. Komm, komm, davon. Das ist die schönste Lampe, die ich kenne. Und davon brauchen wir es einfach mit, also, mit diesem Filter. Wie dumm das ist. Hat die Fotofähigkeit erworben. Ja, jetzt nimmt seine Schwester in den Arm, aber ein Foto von ihr willst du nicht machen, oder was? Kennen wir die Fotos? Hier. Fotografie, normal. Filter fest. Den können wir noch zur Erinnerung hinzufügen. Ich werde es hier so an die Wand hängen. Geht das? Okay. Kriegt die so Fotowände hier rein. Personalifiziert. Alles personalifiziert. Personifiziert. Personali. Geht auch. Ronja, du sollst sauber machen und schlafen. Vor allem schlafen, Mensch. Wie weit bist du eigentlich fortgestiegen mit deiner Schwangerschaft? Drittes Semester erst in 20 Stunden. Also erst dann hat sie erst das dritte Semester und dann kann sie erst ein Baby bekommen. Auf unbestimmte Zeit später. Das ist noch gut. Das kannst du essen und du. Du willst schlafen, du hast eben die ganze Zeit geschlafen. Du hast auch noch Hunger, also kochst du einfach mal was. Du kochst Blaubarsch. Es gibt eine Geschichte, die nennt sich der hässliche Blaubarsch. Es war einmal ein Blaubarsch, der war so hässlich, dass alle Leute gestorben sind. Ende.
Und ich habe gesagt, ich soll der Kleinen hier, dieser Alina, Alina, Alien, haha, soll ich dann noch irgendwas anziehen, so was Alien-mäßig ist? Ich gucke einfach mal, ob das andere Kind ein Alien wird und wenn nicht, dann kleide ich sie so halt. Jo. Dann wird sie halt das Alien. Machst du Essen? Machst du? Kannst du dich mal bitte tarnen oder so? Ich habe keinen Bock. Ich möchte einfach nicht mit dir reden, so. Du bist irgendwie richtig hässlich, weißt du? Und da habe ich Angst vor. Das kannst du übrigens auch noch säubern. Und danach darfst du auch mal schlafen. Ich bin ja kein Unmensch. Hey. Das Kind steckt in der Tür fest. Okay, jetzt nicht mehr. Dir geht's gut. Wie wär's, wenn du uns mal ein Gemälde malst? Ein großes, klassisches Gemälde. Mensch, ist das Einhorn nicht witzig? Das ist doch so witzig. Ist das witzig? Ich lach mich tot. Du übst noch ein bisschen. Du übst noch ein bisschen. Warum übst du nicht? Ich möchte, dass du ein Musikstudio machst und immer zurufen. Ich stell's mal hier hin. Vielleicht kommt sie ja einfach nicht dran. Ich will ja keine böswillige, die soll üben. Du wirst ein Musikgenie. Also, noch nicht jetzt, aber du wirst später bestimmt mal ein Musikgenie. Hört sich toll an. Ich muss sie ermuntern. Hört sich gut an. Oh, scheiße, Mann, hört sich das scheiße an. Verdammt, die armen Nachbarn. Das machst du. Oh, das ist ein Häschen, das erkenne ich. Das ist ein Häschen. Das ist ein Häschen. Sie ist eine wahre Künstlerin. Leinwandrahmen. Kann ich den Rahmen ändern? Kopieren. Es ist so süß. Es ist echt verdammt süß. Das ist das Traurige. Oh. Gefällt mir, sie soll mehr zeichnen. Ich will einfach nur mehr von ihr dann haben. Oh, sie soll aufhören zu üben. Du kannst aufhören. Du machst morgen weiter. 2 Stunden reichen für das Erste. Oh Gott, das war ja grausig. Also ernsthaft, das war furchtbar. Ich glaube, ich habe noch nie so was Furchtbares gehört wie das jetzt. Das ist einfach schrecklich. Und du musst auf Toilette. Ja. Philipp! Ja. Philipp! Philipp! Sie muss auf Toilette! Sie hat Philipp gerufen, also denke ich mal, dass sie Philipp meint. Blase, danach muss sie noch was essen. So, dann kann ich hier öffnen klicken. Dann kriegt sie, ist noch gut, das kann sie essen. Weil sie eh Spaß und Duschen braucht, kann sie auch schwimmen. Oder es geht ihr scheinbar gerade zu schlecht zum Schwimmen. Ja. Dann geh auf Toilette und danach mach die restliche Sache, die ich dir gesagt habe. Du musst schwimmen. Wenn sie gegessen hat, wird sie es wohl machen. Komm. So, jetzt kannst du Runden schwimmen. Dann geht nämlich Hygiene und Spaß hoch. Bin ich nicht clever? Ich bin so clever. Und das schalte mal aus, es wollen Leute schlafen. Hört sich scheiße an, Mann. So, perfekt, kriegst du hin. Seht ihr? Spaß und Hygiene geht tot. Und sie trainiert gleichzeitig. Bin ich clever? Ich bin so clever. Ich bin ein Genie. Ein Genie. Und wenn sie müde wird, dann kann sie wieder schlafen. Sie ist eh arbeitslos. Arbeitsloses Drecksweib, Mann. Kommst nur Hartz IV oder was? Muss in circa 1 Stunde bei der Arbeit sein. Braucht der irgendwas? Spaß und Blase. Ja, dann benutzt er doch die Toilette. Und schwimmt noch ein bisschen. Krieg da hin. Und nicht hier in Schwimmen, sondern Runden schwimmen. Aber das wird er wohl kapieren, denke ich. Da geht die Hygiene auch noch hoch. Und dann kann er meinetwegen arbeiten. Also, er hätte das jetzt schneller hinbekommen, meine ich natürlich. Allein losschicken. Komm, jetzt geh arbeiten. Geh arbeiten! Geh arbeiten! Dankeschön. So, du musst auch noch die Toilette verwenden. Warum muss halt eigentlich jeder auf Toilette? Das geht doch nicht. Und das Kind hat Hunger und muss die Toilette verwenden. Du isst jetzt schnell noch was und verwendest dann die Toilette. Obwohl, ich glaube nicht, dass du es noch schaffst. Ja, dann gehst du halt nicht auf Toilette und isst halt auch nichts. Bist du spät aufgestanden, Sami? Frühstück ist schon vorbei. Du wäschst dir auch keine Hände mehr. Und du solltest mal die Toilette hier sauber machen. Das ist ekelhaft. Ernsthaft. Und hier solltest du auch mal aufräumen. Du bist immerhin die Hausfrau. Kannst du mal alles bewässern und ernten und Ableger nehmen und sowas. So halt, und die Pflanzen ein bisschen kümmern. Sie ist die Hausfrau. Ich stehe auf Hausfrau. Ich bin Mann, ich muss was aufbauen. Ich stehe auf Hausfrauen. Bist eine Frau, du musst was auftauen. Ja,
Ich mag das Lied. Müsst ihr einfach mal googeln, wenn ihr es wissen wollt, was das ist. Das von SDP. Ich stehe auf Hausfrauen. Das habe ich jetzt auch nicht dreimal gesungen. Aber ich mag das Lied. Das ist halt so ein bisschen Spaß. Also, wenn ihr eine Feministin seid und keinen Spaß versteht, dann hört es euch nicht an. Aber wenn ihr keine Feministin seid und Spaß versteht und oder Spaß versteht, dann schaut es euch an. Und in 4 Stunden ist das dritte Semester und dann kriegen wir schon bald unser Baby. Und ich hoffe, es wird diesmal ein Alien. Ich will ein Alien. Ich will so gerne einen Alien. Das glaubt ihr gar nicht, wie gerne ich einen Alien möchte. Ich möchte ihn so dringend. Ja, dann geh doch zuerst dann auf Toilette oder beziehungsweise gleich musst du es nicht mehr, du hast dich gleich eh eingepinkelt. Geh doch jetzt! Mann! Und danach kannst du ernten und Ableger noch nehmen. Aber Leute, Kuh, Mann, ich mag die nicht mehr. Ernten. Ernten. Ernsthaft essen. Ableger nehmen. Ernten. Veredeln. Ah. Nein, veredeln nichts. Da hab ich keinen Bock drauf. Kannst du nicht mal alles ernten, Bitch? Komm, kannst du nicht mal essen? Zwiebel essen. Komm, lecker. Hau die Zwiebel weg. Was ist das? Gartensprösslich. Okay. Kann ich damit machen? Nicht wegwerfen! Ich will es verkaufen, wenn dann kann ich das nicht verkaufen. Ach, keine Ahnung. Lass trotzdem mal ernten. Ernten! Und zwar alles! Was ist mit Brokkoli hier? Dekoriert sagen für ein schönes Umgehen. Okay, Brokkoli. Er ist jetzt, kann jetzt in Elternzeit gehen oder ist in Elternzeit gegangen? Ich weiß es nicht. Okay, du bist langweilig, dann geh schlafen. Dein Mann ist zum Glück wieder da. Spaß? Du brauchst Spaß? Hä? Brauchst du das? Dann kannst du mal alles ernten. Alles ernten. Nicht nur ernten. Ich hoffe, es macht dir Spaß, Mann. Und du? Du schwimmst, das ist auch schön. Geht sich Spaß und Hygiene hoch, finde ich gut. Perfekt. Du kannst auch gerne noch mal ein klassisches Gemälde malen, und zwar ein großes. Das sah nämlich sehr gut aus. Und du, Kind, dir geht's gut. Du kannst die Hausaufgaben machen. Und dann hier mal so Fischtacos essen oder so. Dann ist es auch ein bisschen aufgeräumter. Kriegst du hin, ich glaube an dich. Und die Mutter isst schon wieder die Reste, ist auch gut. Könnt ihr die Scheiße nicht mal wegschmeißen? Ihr seid solche unordentlichen Menschen. Das nächste Mal nehme ich mir so einen ordentlichen Menschen. Nächstes Mal stelle ich mir einfach den ordentlichsten Menschen der Welt und das nächste Kind kriegt so ordentlich. Das wird einfach nie älter, damit sie immer aufräumen kann. Ich weiß, wie ich mit Kindern umgehen kann. Das ist, ja, komm. Ich hätte einen Fünfklässler besser malen können. Das hier ist ja immer schöner, aber komm. Kriegen wir schon hin, kriegen wir hin. Leinwandrahmen. Kann ich einen anderen Rahmen machen? Nein. Er ist Teenager, aber okay, er darf vorbeikommen. Ist okay. Da flirtet ja das Mädchen mit hier, mit den gut aus. Oh Gott, ist der hässlich. Hi, wollen wir über Träume reden? Also, ich habe auch einen Traum, und zwar, dass du hübscher wirst. Alter, also, siehst so gelangweilt aus. Oh, diese scheiß Bitch, Mann. Ich will die überhaupt nicht sehen. Ihre Mutter zwingt mich, sie zu treffen, ey. Keiner will sie treffen. Die ist so hässlich, Mann. Ungefähr so sieht er aus. Ungefähr so stelle ich ihn mir vor im echten Leben. Ja. Er ist ein böser Mensch. Aber ist okay. Und wie geht's dir, Mann? Spaß. Warum bist du immer oben? Du kannst aufräumen. Das soll dir Spaß machen. Ich hoffe, aufräumen macht dir Spaß, Mann. Ich sag gerne Mann. Mann. Du musst übrigens noch deine Hausaufgaben machen, Bitch. Oder kannst du mal ein Foto machen mit? Kannst du mit ihm? Ja, mit ihm musst du mal ein Foto machen. Hör auf, die Hausaufgaben zu machen. Du machst jetzt mit ihm ein Foto. Und danach machst du deine Hausaufgaben. Mach einfach, mach ein Foto. Mach ein Foto. Mach ein Foto. Hör auf zu reden. Mach ein Foto. Haben die jetzt ein Foto? Sieht so cool aus. Oh, wie süß. Ihre erste Liebe. Die erste Liebe ist was Besonderes. Okay, ich kann es noch so bewegen. So, perfekt. Filter. Leute, es muss ein Filter drauf. Nein, schwarzer. Nein, nein. Das ist doch schön. Oder nehmen wir ohne Filter? Oh, ich weiß es nicht. Das ist so eine schwere Entscheidung. Komm, wir nehmen erstmal ohne Filter. Wir müssen erstmal ohne Filter nehmen. Nehmen wir Blitz? Ich weiß es nicht. Foto. Oh Gott. Blitz ausschalten. Blitz anschalten. Ich weiß es doch nicht. Oh, das ist so schön geworden. So, jetzt mach ich wieder weg. Wir haben ein Foto mit ihm gemacht. Ist das nicht schön?
Wir sind jetzt beste Freunde, weil man weiß, mit wem man Foto macht, mit denen ist man immer befreundet. Da ist man die beste Freunde. Das ist der Freunde für immer, Fotosong. Komm, das hängen wir ja auch noch alles ins Zimmer. Sind jetzt kleine Fotos? Ach nein, das sollten größere sein, aber okay. Guck mal, ihre erste Liebe ist es wahre Liebe. Dö, 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 dö. Warum war ich das eigentlich immer so fünfmal dasselbe Foto oder viermal? Okay, ich sollte davon kopieren, Foto verkaufen, Filter festlegen. Dunkel. Okay, bringt gar nichts. Ja. Du verkaufst jetzt diese Fotos. Die kannst du nämlich an Facebook verkaufen. Und Facebook nimmt die jetzt so für Werbemaßnahmen. Ich hoffe, es ist okay für dich, ne? Ist okay. Oder wollen wir die über den Schreibtisch. Hängt über den Schreibtisch schon was? Ja, ist ein Fenster. Guck mal, so dein Geliebter. Oh. Ich würde mir auch ein Foto von IT übers Fenster hängen, aber wir sind verdammt hässlich, Mann! Das geht bei uns nicht! Wir können keine süßen Pärchensachen machen, Träum, weil wir hässlich Träume. sind! Okay, danach gehst du auf Toilette. Du kannst noch ein paar Runden schwimmen. Und wer ist das? Immer noch dieser Fabio, dieser komische Typ, alter Mann. Und danach kannst du meinetwegen schlafen gehen. Wenn du dann endlich mal fertig bist. Schlafen. Tashiabo! Oh ja, boom, Babe. Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Die war echt lang unterwegs. Und du willst was malen? Kann das sein? Gemälde verkaufen? Nein. Das geht doch nicht. Obwohl, wenn ich 100 irgendwie brauche, um ein Gemälde zu malen, ist dafür, was weiß ich, 160 verkaufen, ist es eigentlich rentabel. Wie viel hat dieses Gemälde jetzt eingebracht? Wenn ich das verkaufen würde? Steht das da noch? Kopieren 166 an Sammler verkaufen? Nee, ich will jetzt wissen, wie viel. Ja, 166. Jetzt wurde bei mir verkauft. Ich dachte, die hat gerade so einen Pissstrahl. Ich habe gerade gedacht, das wäre irgendwie ihr Pissstrahl. Also ich muss jetzt mal schnell, deswegen habe ich das jetzt mal so gemacht. Sonst hätte ich das nicht gemacht. Das ist mir sonst nicht wert, aber. Oh, verdorbenes Essen schon wieder nicht aussortiert. Verdorbenes Essen bitte aussortieren und dann öffnen und irgendwas Unverdorbenes essen, wenn es geht. Wir wollen nicht, dass das Kind schon im Mutterleib stirbt. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Du auch? Ja, das ist auch verdorben, das kannst du auch weglegen. Und danach musst du ebenfalls auf Toilette. Das darfst du nicht vergessen. So. Ja, was du da immer machst, ist auch gut. Du machst. Ja, du bist einfach irgendwo online. Und du? Ich dachte, du bist müde? Ja? Okay, dann schläfst du danach. Ist okay für dich? Gut. Du schläfst einfach im Bett deiner Mama, weil dein Stiefvater ist bei dir und dann ist es auch okay. Hauptsache, sie schläft noch ein bisschen, bevor sie zur Schule geht. Ich bin ja auch kein Monster. Sie kann ja ruhig schlafen und sich erholen. Und was habt ihr schon wieder kaputt gemacht? Reparieren. Die 60 Dollar haben wir nicht. Das ist viel zu teuer. Dann hat sie noch Hunger, Hygiene. Ach, die wird morgen in der Schule so müde sein. Hätte sie nicht bis spät in die Nacht noch was gemacht. Wo ist diese scheiß Musik eigentlich an? Das ist ja nervig. Ah. Wenn du Sozialfähigkeit brauchst, dann rede mit deiner Tochter. Hier, du kannst ihr den Tag verschönern oder so. So, in einer Stunde bei der Arbeit sein. Und dann würde ich sagen, ja, Entbindung wird wahrscheinlich in der nächsten Folge kommen. Das war's jetzt aber auch mit diesem Ziel. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wo wir dann weiter auch einen Mann suchen. Und dann wirklich was machen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.